Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mal wieder mit einem Draconis Go Video. Und zwar habe ich gestern eine Nachricht bekommen. Ich nehme mal an von den Entwicklern der App. Und zwar ist es eine Map, ein Scanner für Draconis Go halt. Ich habe mich schon gewundert, ob es eine gibt, als ich angefangen habe mit dem Spiel. Und die haben mich angeschrieben und haben mich darauf aufmerksam gemacht. Die meinten irgendwie, die haben mein Video gesehen und ja, hey, wir haben hier den ersten Live-Tracker, die erste Map, den ersten Scanner für Draconis Go. Und ich habe mir das mal angeschaut. So sieht die aus. Gibt es nicht im App Store oder Google Play Store. Also für iOS gibt es das noch überhaupt nicht, so wie ich das mitbekommen habe. Ich musste die APK, die APK-Datei runterladen. Link ist unten in der Beschreibung, ganz leicht war das. Und so sieht die App aus. Sieht ziemlich billig gemacht aus, um ehrlich zu sein. Zumindest das kleine Logo hier für die App. Klicken wir mal drauf. Draco Mash. Erinnert an Pokémon Mash, also Pokémash. Früher gab es ja Fast Pokémap, Pokévision und Pokémash. Und genauso sieht die App auch aus. Richtig Steinzeit, Pokémon Steinzeit. So, hier ist mein Gebiet. Das wisst ihr, oben Panzerwiese. Und hier kann man einfach scannen. Und die weisen einen darauf hin. Also die App ist vollkommen umsonst. Und man muss sich nicht einloggen, nichts anmelden, nichts registrieren, keinen Account eröffnen. Aber damit die halt überleben können und alles zahlen können, muss man halt ein Video anschauen. Einmal pro Tag, einmal alle 24 Stunden. Das muss man komplett schauen, damit die sich finanzieren können. Was meiner Meinung nach okay ist. So. Und fertig. Jetzt kannst du einfach dein Gebiet erstmal auswählen, wie groß du es haben willst. So. Und dann kann man sein Gebiet vergrößern. Den Scan-Bereich oder verkleinern wieder. Also der Scan-Bereich ist richtig riesig. Das hat mich schon gewundert. Machen wir mal so groß. Riesig, okay. Und scannen. So. Bam, 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 bam. Das Problem ist halt, da stehen nur die Namen. Oha, oha. Okay, jetzt übertreiben die ein bisschen. Zoomen wir mal ein bisschen runter. So, da. An der Panzerwiese direkt 2. Mimiween. Es ist ja Halloween-Event momentan in Draconis Go, deswegen diese Mimiweens. Auf jeden Fall, wie gesagt, das Problem ist, keine Bilder. Ich habe auch gar keine Ahnung, was die Spawnzeit in Draconis Go ist. Der ist zum Beispiel noch 37 Minuten da. Und da kannst du es auch mit deinen Freunden teilen, anscheinend. Und auch die Koordinaten, also. Eigentlich ganz gut. Aber man muss halt selber scannen, so wie damals in Pokémon Go. Und die Bilder fehlen leider. Ich nehme mal an, die haben das richtig schnell gemacht und entwickelt. Einfach für den Draconis Go Hype, sag ich mal. Dann gibt es natürlich auch einen Filter, wo man alles einstellen kann, was man sehen will und bei welchen man benachrichtigt werden soll. Dann gibt es noch ein paar extra Einstellungen. Zum Beispiel hier bei. Also hier kann man erstmal Stops noch zeigen. Das habe ich noch nicht gesehen. So. Da muss man, glaube ich, nochmal scannen. Gehen wir mal hier. Machen wir mal den Bereich viel, viel kleiner. So. Okay, weg damit. Jetzt den Bereich kleiner. Okay, und scannen. So. Okay. Die Stops werden auch gezeigt. Witzig ist, als Pokestop. Also ich glaube, das ist echt einfach Pokémash und ein bisschen umgewandelt. Dann können wir noch die Arenen zeigen. Die werden auch gescannt. Das ist natürlich sehr interessant. Vor allem jetzt am Anfang, wo noch nicht alle besetzt sind, kann man Arenen scannen und dann sich reinsetzen. So, next scan in 11 Sekunden oder so. Okay, müssen wir ein bisschen warten. Das rote sind die Arenen, glaube ich. Genau. Aber heißt es, dass die gut besetzt sind? Ja, heißt es, genau. Und die sind dann blau. Was mich interessiert ist, die Arenen haben ja mehrere Stufen. Also 1 bis 15 zum Beispiel ist eine Liga. Und dann 15 bis 25 ist, glaube ich, eine Liga. Und dann über 25. Frag mich jetzt, wie die gescannt wird. Weil die wird blau angezeigt. Aber ist die blau für Level 1 bis 15, also erste Liga? Oder drüber? Oder was weiß ich? Ich nehme mal an, 1 bis 15, weil. Wenn das auch mit Bots läuft, dann werden die Bots wahrscheinlich nicht schon so hoch gelevelt sein. Also hier irgendwo müsste auch eine Arena sein.
Na hier, die ist zum Beispiel weiß. Okay. Wo muss ich hin dann? Außer ich... Nee, ich bin nicht drin, sonst wäre die ja nicht weiß. Und hier ist eigentlich auch... Ja, hier. Genau, hier ist auch eine Arena und die ist auch weiß. Okay, cool. Also, super praktisch. Und dann hier nochmal allgemeine Einstellung. Scan-Radius kann man einstellen. Wenn Mons abgelaufen sind, kann man die einstellen, dass die verschwinden. Und Vibration, normal. So kann man einstellen, wann die despawnen. Und da kann man einstellen, dass die der Standort von dir in der Map der sich immer aktualisiert. Das heißt, der bleibt nicht fix an einem Ort, sondern wenn du dich bewegst, dann bewegt sich der Standort in der Map auch. Das ist gut bei Nestern und so. Ich frag mich, ob es Nester gibt in diesem Spiel. Und das werden wir noch herausfinden. Aber das war's. Gute App am Anfang. Mal schauen, ob die Firma auch so gegen Maps sein wird wie Niantic. Ich bin gespannt. Aber am Anfang kann man das auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Da zum Beispiel die Arena ist auch weiß. So, das war's von der App. Super interessant, finde ich. Echt nützlich, echt hilfreich am Anfang. Und mal schauen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie viel Draconis Gold ich bringen werde. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, weil ich das echt nützlich finde, vor allem wenn man jetzt ins Spiel einsteigt und anfängt. Aber das war's von mir. Später noch ein Pokémon Go Video auf jeden Fall. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht. Ich wollte sagen, Pokémon ist serious business. Möglicherweise Draconius Go ist serious business.